Hallo und herzlich willkommen zu Typisch Deutsch. Mein heutiger Gast ist ein ausgewiesener Deutschland-Kenner. Für das DW-Magazin Euromax bereist er unsere schöne Heimat auf allen möglichen und vor allem unmöglichen Wegen, zuletzt mit dem Tretroller. Herzlich willkommen, Michael Wiege. Hallo. Schön, dass Sie da sind. Ja, weltweit ist er auch unterwegs. Angst kennt er keine. Um seine manchmal etwas abenteuerlichen Ziele zu erreichen, bequatscht er wahllos Passanten, nutzt gnadenlos jeden Kontakt aus und macht sich gern noch mal zum Hampelmann. Mit Michael Wiege spreche ich über Tretroller, Tauschhandel und Teleskope und natürlich über das Leben in Deutschland. Ja, ist spannend. Reisen scheint offenbar ein Erlösmodell zu sein. Wir hatten schon mehrere Gäste hier, den Schriftsteller Altmann, Maike Winnemuth. Aha. Die machen alle das Gleiche, die fahren durch die Gegend, schreiben drüber. Tolles Leben, oder? Es gibt natürlich Höhen und Tiefen, ja, aber es ist insgesamt ein gutes Modell. Auf jeden Fall, immer was Neues erleben. Es gibt viel zu entdecken auf der Welt und auch viel Wissenswerte, was auch hier Leser oder Zuschauer gerne hören möchten. Ja. Aber man wundert sich, im 19. Jahrhundert hatte man den klassischen Reiseschriftsteller, der brachte dann aus fernen Ländern geheime Informationen, die vorher niemand hatte. Heute können wir über Google Maps oder YouTube uns jede Ecke der Welt angucken. Was macht die Faszination immer noch aus? Das ist interessant. Oder Street View, man kann ja wirklich in die Straßen reingucken, es ist nichts mehr geheim. Das stimmt. Ich denke, wo es auch heutzutage darauf ankommt, dass man menschliche Geschichten erzählt, die man eben über das Internet oder so einfach nicht sieht. Informationen, wie groß ein Land ist oder so, ist ja ganz klar, das weiß jeder und dass es alle Länder gibt, ist auch keinem verschlossen. Aber Unterschiede, kulturelle Unterschiede, das Gefühl für die Menschen, das finde ich eigentlich etwas, was man als Reporter, das ist auch heute noch die Aufgabe, das als Reporter rüberzubringen, was man so über die digitalen Medien nicht einfach greifen kann, finde ich. Wir haben ja auch immer einen starken küchenpsychologischen Aspekt in dieser Sendung. Mhm. Wenn einer so viel reist, dann denkt man sich, Mann, der sucht ja irgendwo auch sich selbst. Ist das auch so ein bisschen Sinn und Selbstsuche? Also ich denke, es gibt verschiedene Motive zu reisen. Man kann hektisch durch die Welt reisen und nicht sehen und sich nicht kennenlernen, ja? So, wenn man so macht. Man kann aber natürlich auch viel erleben, viel aufsaugen, was einen persönlich auch entwickelt. So, das denke ich. Und da ist es, glaube ich, in der Hand eines jeden, wie man es treibt. Also ich kenne Leute, die sind hektisch, haben 20 Länder in 20 Tagen bereist. Immer mit dem Rollkoffer, ne? So ungefähr. Und ja. Ich weiß nicht, was das Motiv dahinter ist. Ich habe immer wieder versucht, zum Beispiel war ich bei Yanomami-Indianern im Regenwald zu verstehen, wie leben die Yanomami-Indianer. Moment, da war Rüdiger Neberg auch. Genau, Rüdiger Neberg in den 80ern hat sich für sie sehr stark eingesetzt. Ja. Und bei mir ging es eher darum, es gibt eine psychologische Studie, die sagt, das ist das glücklichste Volk der Welt. Und da dachte ich, okay, das will ich mal nachprüfen. Ist das so? Kann ich das nachfühlen? Und für mich war das ein persönlich starkes Erlebnis, da zu sein zu dürfen, auch nur 10 Tage länger nicht, und auch so gewisse Verhaltensweisen zu verstehen und davon auch ein bisschen zu lernen. Also ich finde, man kann von jeder Kultur sich ein bisschen Positives rausnehmen. Und das ist mein Ansatz. Was genau haben Sie von den Yanomamis für sich mitgebracht? Also da gab es zum Beispiel weniger Leistungsdenken als bei uns. Man baut ein Haus und man hört dann auf, wenn man keine Lust mehr hat. Also man sieht dann immer wieder, so 3 Stunden wird ein Dach gebaut und dann, warum hört ihr jetzt alle auf? Ist doch erst 1 Uhr. Ja. Und da habe ich zuerst nicht verstanden. Aber da habe ich irgendwann gemerkt, erst wenn man wieder Lust hat, niemand wird gezwungen, macht man weiter. Ist natürlich anders als bei uns. Hier kriegt man einen Lohngehalt. Dafür muss man auch 8 Stunden da sitzen, zum Beispiel. Es geht natürlich, die nächste Folge, fertig werden. Du hast das unterschrieben, genau. Ja. Das geht natürlich jetzt nicht einfach umzusetzen, aber ich fand das sehr spannend, sowas zu sehen, dass man so ein Lebensmodell zumindest haben kann. Und sind die wirklich die glücklichsten Menschen der Welt? Oder ist das so ein Mythos, den wir Großstädter gerne... Also ich glaube, man muss natürlich vorsichtig sein. Aus der industrialisierten Gesellschaft sieht man gerne so einen Mythos und die sind so glücklich und haben sich alle gerne. Ich kann die Frage nicht beantworten, aber ich konnte einige Sachen rausnehmen, wo ich auch merkte, das ist natürlich ein Urwaldstamm, der hat super wenig, aber ist nicht zwangsläufiger unglücklicher als wir. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Also es war ein sehr harmonischer Umgang miteinander, obwohl da man jeden Tag die Yucca-Wurzel isst. Das schmeckt wie Kartoffel ohne Salz, noch niemals, noch schlechter, wie einfach nur ganz ein Eiweißgericht, und das essen die jeden Tag und keiner ist unglücklich, sowas, sag ich mal, Geschmackloses, Einseitiges jeden Tag zu essen. Bei uns wäre das ja so, warte mal, jetzt habe ich keine Lust mehr drauf. Also man war sehr genügsam und glücklich insofern dann schon, fand ich. Klingt so ein bisschen wie, Bescheidenheit, die Bescheidenheit ist die neue Wollust. Ja, eine Mischung wahrscheinlich im Leben, ne? Also Gier ist nicht gut, ich meine, alles abzugeben, ich glaube, macht einen auch nicht unbedingt glücklicher. Man muss, glaube ich, so ein bisschen tarieren, wo man mal auf die Bremse drückt und wo man mal auch wieder, wo es gut ist, was zu haben, ne?
Also ich sage auch nicht, Geld macht nicht glücklich. Das ist mit Sicherheit immer für jeden persönlich eine Mischung. Ein bisschen was schadet nichts. Ein bisschen was schadet nichts. Also das gebe ich zu. Ja. Wir schauen uns mal an, wie es dazu kommen konnte, dass Michael Wigge sein Leben als Reisender und Experimentator bestreitet. Egal ob zu Fuß, mit dem Auto oder mit dem Tretroller. Das ist der nördlichste Zipfel Deutschlands, auf der Insel Sylt. Hier startete Michael Wigge im April 2013 seine jüngste Tour durch Deutschland. Sein Transportmittel? Ein Tretroller. Typisch Wigge. Warum einfach, wenn es auch schwer geht? Aus jeder Reise macht der 37-jährige Fernsehreporter ein Abenteuer. Wir wollen vom nördlichsten Punkt Deutschlands zum südlichsten Punkt Deutschlands fahren, über Fahrradwege. Und das sind insgesamt 2500 Kilometer und das möglichst in 80 Tagen. Und dabei Deutschland erkunden, seine Kultur und schauen, was liegt am Wegesrand. Was für Geschichten sind da? Bei diesem Pensum bleibt kaum Zeit, das Unterwegssein zu genießen. Denn wie meist auf seinen Reisen ist Michael Wigge Reporter und Kameramann in einer Person. Ein eingefleischter Videojournalist, der für diese originelle Form der Reportage schon mehrfach ausgezeichnet wurde. Für die DW-Sendung Euromax ist Michael Wigge schon zweimal auf große Deutschlandtour gegangen. In der Serie Das schönste Land der Welt stellte er deutsche Sehenswürdigkeiten vor. Für die Wahrheit über Deutschland suchte er nach Klischees über die Deutschen. Aber so sportlich wie mit dem Tretroller war es noch nie. Das Wohnmobil, das ihn begleitet, wird von einem Mitarbeiter gefahren. Hier übernachtet Michael Wigge und schreibt an seinem Reisetagebuch, aus dem ein richtiges Buch entstanden ist. Es ist bereits das dritte Mal, dass Michael Wigge seine Reiseabenteuer veröffentlicht. Und wieder hat er viele unglaubliche Geschichten gesammelt, den Deutschen in die Wohnzimmer geguckt, komische Hobbys vorgestellt, die weltgrößte Kuckucksuhr gefunden und selbst das Hochwasser in diesem Sommer brachte ihn nicht vom Weg ab. Die letzten Meter zum Ziel muss Michael Wigge seinen Roller tragen. Nach 2473 Kilometern hat er das Haldenwanger Eck in den Allgäuer Alpen erreicht. ...1831 Meter hoch liegt der Grenzstein 147, der Deutschlands südlichste Spitze markiert. Statt 80 Tagen hat er einen Tag länger gebraucht. Doch heute ist er pünktlich zu Gast bei Typisch Deutsch, Michael Wigge. Ich hab's geschafft! Ein Mann und sein Roller. Warum nicht ein Fahrrad? Naja, ein Roller ist ja noch langsamer, muss man ja sagen. Und ja, eben. Also eigentlich war es nicht in meinem Interesse, einen Roller zu nehmen, aber sollte ja auch in dieser Serie bei Euromax, sollte ja auch Deutschland wirklich investigativ unter die Lupe genommen zu werden. Und da war es natürlich umso schöner, je langsamer das Gefährt ist. Und natürlich gleichzeitig die Herausforderung umso größer. Hätte ich jetzt in 80 Tagen mit dem Rad wäre ich unterwegs gewesen, wären die 2500 Kilometer nicht so schwierig gewesen. Hier war es ein wirklicher Kampf dann auch und einen Tag habe ich leider auch mehr gebraucht. Ja, aber 81 Tage, wir haben mal gerechnet, sind so gut 30 Kilometer am Tag. Klingt jetzt nicht so, kann man auch laufen. Ne? Das stimmt, aber es war so ein kleines bisschen komplizierter. Ich habe das Buch geschrieben und natürlich eben, es gab 30 Stationen, 30 spezielle Deutschlandorte, die, so wie die UFO-Meldestelle in Mannheim. Ihr habt ihr euch aber vorher schon ausgesucht. Die waren größtenteils schon. Also es gab Tagesetappen. So würde ich es mal sagen. Ja. Genau. Und da gab es die UFO-Meldestelle, natürlich etwas sehr Ungewöhnliches, die Deutschen und die UFOs. Da gab es den schiefen Turm von Thüringen, der schiefer ist als der schiefe Turm von Pisa. Also ich sag mal so, interessante, skurrile Aspekte unserer deutschen Kultur, die jetzt nicht so konventionell sind, wie man das vielleicht manches Mal erwartet. Die UFO-Meldestelle, ja. Das klingt wie eine Bundesbehörde. Ja. Da kann sich jeder, der ein UFO sieht, hinwenden? Ja, das ist eine Nummer in Mannheim. Da sitzt der Herr Walter am Telefon, am roten Telefon und man sagt, ich habe ein UFO gesichtet und er, sag mal so, differenziert den nächsten Psychiater. So ungefähr. So in die Richtung geht das. Ja? Und jetzt mal ehrlich, also hat er ernstzunehmende UFO-Hinweise?
Ja, viele. Viele. Und es ist auch ganz interessant, statistisch gesehen glauben, das glaubt man jetzt vielleicht nicht, 40% der Deutschen auch an Außerirdische. Natürlich. So, also von daher, das Thema UFO-Außerirdische ist ein deutsches Thema. Und deswegen auch dann der Besuch bei der UFO-Meldestelle. Aber erstmal etwas, was man zuerst nicht so erwartet. Ja, weil man denkt, die Deutschen und die Fleischwurst oder so. Und das war dann... Kommt einer mit dem Tretroller zur UFO-Meldestelle. Das war der Sommer. Das ist schon mal ein ganz guter Gag-Anfang. Das stimmt. Aber jetzt mal medizinisch. Ne? Ja. Tretroller heißt ja, ein Bein steht, ein Bein... Mhm. Gibt immer den Push, den Kick. Mm. Ist das eine Einseite? Ist ein Bein jetzt dicker als das andere? Sportverletzungen? Ja, also ich hatte zwischendurch Probleme, Rückenprobleme. Ja. Wenn man nicht genau aufpasst, wie man technisch auf diesem Gerät steht, kann man echt Schmerzen bekommen. Das hatte ich auch zwischendurch in Wolfsburg. Da musste ich 2 Tage pausieren, weil der Rücken so weh tat. Aber wenn man sich genau an die Haltung hält, also man ist praktisch wie in so einem Rennradschritt, sag ich mal. Ja. Und dann aber 10 links, 10 rechts. Okay, das also ist ganz keine wichtig. Einseitige. Genau. Ja. Und wichtig, die Spannung in den Oberschenkel, das kann man so irgendwann auch ein bisschen ausloten und nicht in den Rücken. Und dann geht es auch und dann irgendwann ist man auch wirklich Tempo. Da kann man 20 km/h schon fahren. Im Flow. Wie reagieren denn die anderen Verkehrsteilnehmer eigentlich? Also ich habe ja versucht, natürlich größtenteils auf Fahrradwegen und kleineren Straßen zu fahren. Es gab so Situationen, auch in Niedersachsen, jemand fährt mit seinem VW-Bulli neben mir her, gerade irgendwie während seiner Arbeit und sieht mich und hält seine Kamera raus und lacht. Ich glaub's nicht und filmt mich halt und fährt so vorbei. Also sowas gab's schon. Oder ich war immer rot gekleidet, dann hieß es auch mal, der Weihnachtsmann ist da oder so. Also solche, so man hat dann schon mal sich ein paar Kommentare einfallen lassen. Jetzt ehrlich, habt ihr auch mal ein bisschen geschummelt? Ich meine, es gab ja ein Begleitfahrzeug. Mhm. Das ist ja dann auch irgendwie verlockend, wenn es ein bisschen regnet oder frisch ist, dann auch mal ein paar Kilometer zu fahren. Genau, also mir war es natürlich wichtig, jetzt nicht zu schummeln und das auch unter Beweis zu stellen, dass man nicht geschummelt hat. Also es gibt 2 Tachometer, die mitgezählt haben. Einmal GPS, einmal auch eins unten am Rad. Mhm. Beide auf 2.500 Kilometer. Mit einer leichten Differenz halt, weil sie anders gerechnet haben. Aber nee, mir war das ganz wichtig, natürlich jetzt nicht zu mogeln, weil das Problem ist wirklich, wenn man einmal anfangen würde zu mogeln, denkt man so, jetzt kann man es morgen wieder machen. Und dann macht es keinen Spaß. Also für mich war es auch eine persönliche Herausforderung, das zu schaffen und auch eben diesen Sport zu machen, weil ich hatte im letzten Jahr dann irgendwann mal 10 Kilo zugenommen. Das passiert dann auch. Das war auch gleichzeitig eine Diät. Das war auf jeden Fall ein Gesundheitstraining und eine Diät. Also ich versuche aus den Reisen immer etwas für mich mitzunehmen. Und hier war neben der Kulturrecherche und so, war es einfach wirklich mal wieder fit zu werden. Macht das süchtig eigentlich, wenn man so jeden Tag rollert und dann auf einmal nicht mehr nach 81 Tagen, fehlt da was? Also ich würde zumindest so weit gehen und sagen, wenn man in diesem Flow drin ist, das ist auch beim Joggen oder so ähnlich. Am Anfang hat man keine Lust und ach, morgen schon wieder. Aber wenn man erstmal drin ist, kann man nicht mal ohne. Ja. Also ich habe hinterher noch ein bisschen weiter gerollert und aber auch viel gelaufen oder so. Also wenn man einmal in dem Bewegungsrhythmus drin ist, bleibt man gerne drin. Zum Stil gehört es ja, dass Sie alles selber filmen. Ne? Mit Helmkamera oder auch mal mit einem ausgestreckten Arm. Genau. Ist das nicht ein bisschen viel? Man muss auf den Verkehr achten, man muss auf die richtige Rückenhaltung beim Rollern achten und dann muss man auch noch ordentliche Bilder und idealerweise noch einen halbwegs klugen Kommentar dazu machen. Das ist ganz schön viel auf einmal, oder? Ich sag erstmal so, vielleicht habe ich den Beweis erbracht, Männer sind auch multitaskingfähig, aber das ist viel und es kann auch schon mal dadurch eintreten, wenn man jetzt so sich selber filmt, dass man hinterher denkt, oh Mann, die Frage hätte man anders stellen können oder so, weil klar, irgendwann ist auch die Kapazität erreicht, aber es hat auch viele Vorteile. Ja, wenn man Leute interviewt, man hat die kleine Kamera in der Hand, die sind viel offener, die reden sehr persönlich mit einem, als wäre da gar keine Kamera. Ja, und das ist ein großer Vorteil, als wenn da ein großes Kamerateam steht. Also man kommt an die Menschen näher ran. Ist das jetzt der Wigge-Style? Oder würden Sie sagen, Sie machen was, was es vorher schon gab oder haben Vorbilder, an denen Sie sich orientieren? Ich habe früher mal beim Musikfernsehen angefangen. Da war das bei deutschem Musikfernsehen Viva, da war das auch der Stil. Also ich habe das nicht erfunden, da haben das mehrere Reporter gemacht. Ich habe es einfach weitergeführt, aus der Not eine Tugend gemacht. Also ich hatte einfach kein Geld, ein Kamerateam zu bezahlen. Mhm. Deswegen filmt man sich selber. Und dann ist es so ein bisschen zum Stil geworden. Lohnt sich das eigentlich? Oder ist das, ich sag mal, ein sehr bescheidenes Geschäft? Also gut, man verkauft die Beiträge, man macht ein Buch draus, aber man braucht ja auch eine Menge Logistik. Es sind 3 Monate weg, man muss es vorbereiten, Wohnmobil fährt nebenher, kostet ja auch alles Geld. Mhm. Also ich sag mal so, ein Spannungsbogen. Das kann ganz gut laufen. Ja. Man muss aber auch aufpassen, was man macht. Und man muss auch neben dem Reporter sein können, auch jemand sein, der dann auch Zahlen einschätzen kann.
Genau, wie Sie auch sagen, 3 Monate mit einem Wohnmobil oder so, das sind da viele logistische Sachen und da hängen auch mehrere Leute dran, die sowas auch alles machen. Man muss einfach gucken, man muss einfach schon kalkulieren können. Wir Menschen im Mediengeschäft, wir wissen ja, es gibt so diese öffentliche Person, die auf der Bühne steht und immer lächelt und nett ist und dann kaum ist das Licht aus, denkt man sich, huch, das ist ja ein ganz anderer, ja, der kann ja auch richtig schlechte Laune haben. Ja. Man hat den Eindruck, wenn man die Beiträge sieht, da ist schon sehr viel, das hat schon sehr viel Echtes. Mhm. Also der Mensch und der Reporter Wigge, begegnen die sich häufig bei diesen Jobs? Ja, sehr spannend. Also auf jeden Fall, also ich denke mal, ich bin da zu einem gewissen Grad authentisch. Ich bin ja kein Schauspieler, ich könnte auch gar nicht so schauspielern können. Ich würde es eher so sagen, da gibt es eine Seite von mir. Man hat ja verschiedene Facetten. Und da gibt es diese eine Seite, die dann auch so ein bisschen humorvoller ist und so. Und die hole ich da verstärkt raus. Also der echte, die Privatperson ist ähnlich, aber dann schon mal ein bisschen ernster. Mhm. So würde ich es vielleicht sagen. Also ich würde jetzt nicht, bei der UFO-Meldestelle bin ich im Kostüm als grünes Männchen über die Fußgängerzone gegangen und habe da Klamauk gemacht, würde ich jetzt heute Nachmittag vielleicht nicht machen. Vielleicht aber auch doch. Vielleicht aber doch, das wissen wir nicht, genau. Man muss unglaublich häufig einfach Leute anquatschen. Mm. Wir Medienmenschen sind unglaublich schüchtern. Kostet das Überwindung? Immer wieder jeden Tag, hallo, bleiben Sie mal kurz stehen. Ich hätte da eine Frage. Nee, ich glaube, das ist bei mir so ein bisschen in die Wiege gelegt. So. Ich sag mal so, meine Eltern sind auch relativ extrovertiert. Da habe ich eigentlich keine Überwindungs... Nee, das habe ich noch nie gehabt. Also, sag mal, Kontakt aufbauen, mit Leuten sprechen, gab es noch nie. Aber ich habe das auch mit Prominenten mal gemacht für so eine Sendung. Da musste man dann Hollywood-Stars ansprechen. Da war mir auch egal, hallo. Ja. So, da habe ich kein Problem mit. Sie sagen, Ihre Eltern waren extrovertiert. Was haben die gemacht? Beruflich ist das jetzt überhaupt keine Verbindung. Mein Vater war LKW-Fahrer. Also das ist jetzt gar nichts, dass da irgendjemand irgendwie in den Medien war. Aber der war auch viel unterwegs. Ja, genau. Also da kommt die Reiseleidenschaft her. So, ich bin mit meinem LKW-Fahren ist ja kein Reisen in dem Sinne. Aber so durch Europa, da war man schon mal so in Frankreich, in Österreich. Und dann hat man so übernachtet in der Koje. Das war dann ja schon so Abenteuer. So, und, sind Sie da mal mitgefahren als Junge? Genau, das war so als Junge, so, das war so in den Ferien mit das Schönste, dass man da dann so ein also neben dem normalen Urlaub, dann so ein Abenteuer hatte. Also da, denke ich, kommt eher so ein bisschen, ist die Reiseleidenschaft geprägt, das Extrovertierte. Ich weiß nicht, ist jetzt natürlich, wird auch so über die Jahre auch noch ein bisschen entstanden. Ist auch so typisch deutsch, ne? Urlaub hat gefälligst auf der Autobahn stattzufinden. Das am liebsten im Stau, ne? Auf jeden Fall. Da fühlen wir uns wohl. Das auf jeden Fall. Und das, so bin ich auch geprägt worden als Kind. Das habe ich jedes Jahr mitbekommen. Was haben Ihre Eltern früher gesagt? Michael, mach doch mal was Anständiges. Oh, ja, meine Mutter hatte den Wunsch, dass ich zum Finanzamt gehe. Alle Mütter. Ja, Versicherung, Bank, Finanzamt, irgend sowas ist bei allen. Das ist gut, allen, das zu hören. Das ist kein Einzelfall. Sind die dann total verzweifelt an ihrem Sohn, der so komische Dinge macht? Das nicht. Nein, das nicht. Aber es ist natürlich, ich glaube, was ich da so gemacht habe, das ist manchmal vielleicht ein bisschen unkonventionell, wo vielleicht Eltern schon mal Angst haben, wo ist die Zukunft, wo ist sie nicht. Das aber dann auch wieder ganz spannend finden. Aber dann fällt auch schon mal Arbeit mit Urlaub verwechseln und denken, jetzt war der schon wieder 7 Monate am Stück im Urlaub. Es führt zu Missverständnissen. Man muss dazu sagen, Sie kommen ja aus keiner leichten Gegend. Sie kommen aus dem Sauerland, Brilon. Nur Eingeweihte wissen, wie man da hinfindet. Das stimmt. Hat man da auch diese Ausbruchsfantasien? Ich will hier raus. Ich sag mal so, bis zur Jugend war das auch eigentlich sehr schön da. Es ist auch sehr idyllisch dort. Aber klar, also das war so, man stand so in den Startlöchern, so das Abi-Zeugnis in der Hand und dann war der 100-Meter-Sprint ging sofort zum Bahnhof. Ne? Sofort zum Bahnhof und dann zum Flughafen und dann weg. Das war dann schon so, obwohl es auch schön war. Ich bin jetzt auch gestern da gewesen. Es ist natürlich aus der heutigen Sicht wieder was ganz idyllisches Land, deutsche auch Provinz, wenn man es jetzt mal so sagen will, Kleinstadt, historisch. Hat auch wirklich was sehr Schönes. Welches Klischee über Deutschland haben Sie auf Ihren Recherchen als besonders zutreffend empfunden? Pünktlich, zuverlässig, spießig. Also ich denke immer, es gibt die Big Five, so die positiven Big Five. Das ist so zuverlässig, pünktlich, fleißig, präzise und sauber. Ja. So, und dann gibt es vielleicht auch die
fünf oder drei, vielleicht so die etwas schwierigen. Man ist vielleicht nicht immer so offen, wobei ich denke, auch die deutsche Gesellschaft ändert sich auch so. Dieses so eher verschlossene, heutzutage in Berlin oder in den Großstädten merkt man das ja, finde ich, gar nicht mehr. Vielleicht Ernsthaftigkeit ist so ein Ding, was man so in Deutschland öfters mal so sieht. Und eine Sache auf der Reise jetzt, auf der Tretrollerreise, die mir aufgefallen ist, da habe ich nie mit gerechnet, die Deutschen mögen inflationär Superlative. Also ich habe zum Beispiel den Mittelpunkt Deutschlands besucht, der geografisch berechnet ist, aber fünf weitere Orte in Deutschland behaupten das Gleiche, felsenfest, mit unterschiedlichen Koordinaten. Dann gibt es zweimal den tiefsten Punkt in Deutschland, -3 Meter, ist jetzt nicht besonders, aber zwei Orte sagen ganz klar, nein, wir haben ihn, wir haben ihn. Dann im Schwarzwald habe ich die beiden angeblich größten Kuckucksuhren 1 Kilometer entfernt getroffen, zwei riesige Häuser, aber beide sind mit irgendeiner Definition ausgestattet, dass sie angeblich die größte wären. Also ich glaube, das ist nochmal was von Deutschland, was ich vorher nicht auf dem Schirm hatte. Das nehme ich mit in die zukünftigen Sendungen, das Klischee der Superlativ sich Überbieter. Ja. Ja, das Interessante an den Klischees ist, sie haben meistens einen wahren Kern. Michael Weger hat über Jahre untersucht, was sonst noch alles typisch deutsch ist. Über 60 Mal bin ich auf die Suche nach der Wahrheit über Deutschland gegangen, um die Wahrheit über Deutschland an vielen deutschen Orten herauszufinden. Auf die Plätze, fertig, los! Aber wie pünktlich sind die Deutschen noch wirklich? Wie sauber, zuverlässig, spießig sind die Deutschen? Klischees machen Spaß. Das hat Michael Wigge in den über 60 Folgen der Serie Die Wahrheit über Deutschland immer wieder bewiesen. Stets bezieht der Reporter ahnungslose Passanten in seine Untersuchung mit ein. Fragt beispielsweise nach typisch deutschen Errungenschaften. Der Fall der Mauer und die Vereinigung. Die beste Currywurst der Welt. Dreimal Fußball-Weltmeister. Jede Folge hat ein Thema. So untersucht Michael Wigge, ob der Ruf deutscher Autobahnen als Paradies für Raser berechtigt ist. Deutsche Autobahnen sind legendär, da man sich dort angeblich ohne jegliche Beschränkung dem Geschwindigkeitsrausch hingeben kann. Zwei Drittel des deutschen Autobahnnetzes sind statistisch gesehen immer noch ohne Tempolimits. Abgesehen von Afghanistan, Somalia und Nepal ist das weltweit einzigartig und lockt Hobbyrennfahrer aus der ganzen Welt an. Er findet auch heraus, dass der Verzehr von Sauerkraut statistisch gesehen stark abgenommen hat. Von 2 Kilo Ende der 70er Jahre auf 1,2 Kilo im neuen Jahrtausend. Sogar die Franzosen essen mit 1,7 Kilo mehr Sauerkraut als die Deutschen, die ihrem englischen Spitznamen Krauts damit nicht mehr gerecht zu werden scheinen. Und das sind nur ein paar von vielen Wahrheiten über Deutschland, die Michael Wigge aufgedeckt hat. Tja, der Klischee-Buster. Was ist das unzutreffendste deutsche Klischee? Ich finde das mit der Pünktlichkeit zum Beispiel... ist nicht mehr so? Nicht mehr so. Vielleicht meine ich auch nur mich selbst. Ja, wobei, wenn man so sieht, so, ich bin jetzt auch am Wochenende Zug gefahren, das ist alles wie ein Uhrwerk. Ja? Man weiß genau, 18:43 kommt der Zug auch, was es ja in vielen Ländern sonst nicht so gibt. Da, denke ich, ist die Pünktlichkeit da. Aber Entschuldigung, darüber regen wir uns auch alle immer auf, dass die Bahn sowas von gar nicht pünktlich ist. Das ist ja interessant. Und dann denke ich immer so, warte mal, das ist schon echt pünktlich. Jetzt bitte, regt euch nicht auch noch auf. Also das wäre für mich ein Argument, ja, die Deutschen sind sehr pünktlich. Ja, aber es gut, so Kraut zum Beispiel, das ist ja so das Sauerkraut. Dramatischer Rückgang unseres Sauerkrautkonsums. Und ich meine so in der Gesellschaft, ich kenne wenige, die jetzt sagen, und heute Mittag mache ich mir wieder mein Sauerkraut. Es ist ja nun wirklich ein Klischee, oder? Ich habe mal gelernt, es ist gut für die Verdauung. Wenn man viel Fleisch, also einen Braten isst, dann hilft das Sauerkraut irgendwie dabei, die Magensäfte anzuregen. Okay. Also es ist gar nicht, weil es so lecker schmeckt, sondern einfach ganz gesund, aus biologischen Gründen. Ja, viel Vitamin C habe ich gehört, ja. Gibt es ja auch so Gerüchte. Ja, genau. Aber also gut, Sauerkraut, das legen wir jetzt mal zu den Akten. Mm. Was gibt es sonst noch für Klischees über die Deutschen, die einfach nicht zutreffen, die uns die Welt aber gerne andichtet? Autos sind okay. Autos können das wir. Stimmt. Fußball ist okay. Genau. Durch. Ich meine, gut, man hat halt dieses klassische Biertrinkding. Ja. Wenn man guckt, die deutschen Bier, geht man nach Amerika, sagen alle natürlich Bier, Bier, Bier. Es gibt auch viele Brauereien. Ja. Man trinkt auch noch im Schnitt über 100 Liter.
pro Jahr. Aber auch. Aber ne? auch rücklaufend. Runtergehend. Ja. Und da sind auch die Tschechen vor uns. Und ich glaube, jedes Jahr ein paar Liter weniger auch. Also von daher, sowas relativiert sich vielleicht auch in der Gesellschaft so nach und nach. Ja. Eine Reportagereihe ging über deutsche Sehenswürdigkeiten. Das schönste Land der Welt, hieß das, ganz superlativ orientiert. Ja. Haben Sie da unsere Heimat neu entdeckt oder einfach nur bestätigt gefunden, was Sie immer schon dachten? Ist eigentlich ganz nett hier. Ja, das Schöne war dort, ich habe also diese Sehenswürdigkeiten wie die Wartburg zum Beispiel besucht und hatte immer dort gejobbt. Ich habe in jeder Sehenswürdigkeit einen Job bekommen. Also in der Wartburg, so wenn ich mich richtig erinnere, war ich der Wassermeister. Also da wird das Wasser von oben runtergeschüttet, weil das irgendwie da so noch notwendig ist. Und das musste ich ausführen. Und dadurch habe ich wirklich immer so einen ganz tiefen Einblick in diese historischen oder nicht historischen Sehenswürdigkeiten bekommen. Oder beim Bremer Bürgermeister war ich dann Butler zum Beispiel. Ich war sein Butler im Bremer Rathaus für einen Tag. Und dann lernt man schon was über die deutsche Kultur noch ein bisschen tiefer kennen. Also es war spannend, das muss ich sagen. Welche Sehenswürdigkeit? Also klar, alle fahren zum Kölner Dom. Das ist der Klassiker. Oder München Hofbräuhaus. Aber gibt es so Sehenswürdigkeiten, wo man sagen würde, wow, das habe ich jetzt gar nicht gewusst, so eine versteckte Schätze? Naja, das habe ich dann auf dieser neuen Serie, Tretroller. Da ging es mir um die versteckten Schätze, wie zum Beispiel der schiefe Turm von Bad Frankenhausen, den ich eben erwähnt habe, in Thüringen. Die Welt redet über nichts anderes. Genau, kein Mensch redet über ihn. Ja. Aber während der schiefe Turm von Pisa nur 3,95 Grad Winkel hat, hat der schiefe Turm von Bad Frankenhausen 4,76 Grad. Und wenn man nach Bad Frankenhausen reinfährt, sieht man einen Ort und einen extrem schiefen Turm. Und der ist touristisch so gut wie gar nicht erschlossen. Also das ist einfach so, wo alle sagen, oh schade, dass der schief ist. Aber ich fand ihn Pisa hat einfach das bessere Marketing. Die haben einfach das bessere Marketing. Ja. Und ich fand ihn super. Warum steht denn der eigentlich schief jetzt mal? Ja, so Bodenausspülung, so das Klassische. Ja, also der ist nicht absichtlich so gebaut worden? Nee, der rutscht jedes Jahr weiter und wird auch schon irgendwie versucht aufzuhalten und dann fehlt es an Geld, den natürlich zu stabilisieren. Und dadurch ist es einfach dieses sehr skurrile Bauwerk mittlerweile. Aber ich fand es spannend. Die klassische Frage, die ich jedem Gast stellen darf, lautet, was ist an Ihnen eigentlich typisch deutsch? Und dann sagen die immer, ich bin pünktlich und zuverlässig. Aha. Ich möchte jetzt was anderes hören. Aber ich denke, ja, nee, da habe ich was anderes. Ich bin neben einer gewissen Spontanität, denke ich mal, bin ich aber ein sehr starker Planungsmensch. Und das sieht man manchmal so in der Figur dann vielleicht nicht so, aber ich plane viel. Also was so zufällig aussieht, ist schon akribisch so will ich's vorher... Zum gewissen Grad. Nicht immer. Aber ich denke, ich bin ein Planmensch und ich plane auch schon 2014. So, also was man da alles macht. Und das ist mir in die Wiege gelegt. Planen. Und das ist, glaube ich, was sehr Deutsches. Man lebt nicht in den Tag. Ja? Den Yanomamis wäre das fremd. Ne? So absolut. Planerei. Absolutes Gegenteil. Das war genau so ein Aspekt bei den Yanomamis. Man lebt in den Tag und man hört auf zu arbeiten an der Hütte, wenn man keine Lust hat. Und man weiß auch nicht, wann man es weitermacht. Ja. Ja. Sie fragen sich, warum habe ich hier einen Apfel und eine Ausgabe des Hawaii Tribune Herald. Den Mann auf der Titelseite, ich zeige Ihnen das mal, den kennen Sie. Das ist nämlich unser Gast Michael Wigge. Die Geschichte dahinter ist wieder so eine Schnapsidee, innerhalb von 200 Tagen ein Haus auf Hawaii im Tauschhandel zu bekommen. Ich verrate Ihnen mal so viel, es hat geklappt. Kleine Vermögensberatung unter Kollegen, wie komme ich denn jetzt auch an ein Haus auf Hawaii? Also mein Vorschlag aus eigener Erfahrung ist, einmal um die Welt reisen, mit dem Apfel starten, 42 Mal eintauschen, hochtauschen, größer tauschen und dann kann man es schaffen. Der Apfel war auch noch angebissen, muss man dazu sagen. Nicht? Der Ursprungsapfel. Ja, ich hatte dann Hunger. Ja. Was gab es dafür als erstes? Apfel gegen eine nicht mehr ganz volle Schachtel Zigaretten. Weil der Tauschpartner auf der Straße sagte, ich möchte jetzt doch gesund leben, gebe ich Zigaretten ab, dafür einen Apfel. Das war jetzt wertmäßig schon mal ein ordentlicher Zuwachs. Ja, ne? eigentlich fast eine Verzehnfachung sogar. 40 Cent zu 4 Euro, glaube ich, waren das. Ja. Was waren sonst noch so bemerkenswerte Sprünge bei der Tauscherei? Eine ganz große in Indien. Also ich hatte dann auch eine schlechte Phase, habe mich runtergetauscht und dann hatte ich nur Tee in der Hand nach 7 Wochen. Also da war ich fast so wertlos wie bei dem Apfel wieder und habe aber einen Sprung machen können von den 5 Kilo Tee zu einem Tuk-Tuk. Das ist ein dreirädriges Motortaxi. Aber wer macht sowas? Ich hab verschiedene Strategien entwickelt und eine war immer Zusatzleistungen anzubieten, dass ich praktisch zum Tauschhandel eine Mutprobe mache, eine Arbeitsleistung erbringe, etwas, wo ich noch was mit mir als Person mit reinschmeißen kann. Ja. Und dadurch konnte ich manchmal große Sprünge machen. Aber von Tee zu einem Tuk-Tuk, das ist aber schon ordentlich. Das war ordentlich. Das hat 3 Wochen gedauert.
Ein Gönner. Ja, aber es war eine Suche kreuz und quer durch Indien, wo man wirklich... Hat Ihnen jemand auch mal was geschenkt, wo man das Gefühl hatte, ach, der will einfach jetzt hier nur dabei sein und ist... unerwartet großzügig? Naja, es gab so Leute, die dabei sein wollten, aber dann auch ihren Spaß haben wollten, wie ein Millionär in Australien. Der hat mit mir einen Tauschhandel betrieben. Ich hatte 80 Meter Seide aus Indien, hab sie gegen ein Aborigines-Gemälde sehr wertvoll eingetauscht, was er zu Hause hängen hatte. Aber er wollte Spaß haben und sagte, ich will, dass du mich heute Abend unterhältst. Bitte fütter das Krokodil im Fluss. Das stimmt wirklich, ist kein Scherz. Und dann musste ich das Krokodil füttern, hab's geschafft. Dann dachte er, okay, du hast mich amüsiert. Hier ist das Gemälde. Was frisst du im Krokodil? Ja, so Fleisch, rohes Fleisch. Ja? Das kommt so aus 30 cm Entfernung so dahingeschmissen. Aber es war schon sehr nah dran. Die Frage, die man stellen muss, wenn jetzt keine Fernsehkamera dabei gewesen wäre und ein ganz normaler Privatmensch mit einem angebissenen Apfel losgeht, hätte das nicht funktioniert, oder? Ich sag mal so, um die Fairness halber muss man auch immer sagen, genau, sobald eine Kamera dabei ist, verändert es das Geschehen ein bisschen. Ich sag mal so, in zwei Drittel der Situation zum Positiven vielleicht, dass Leute dann mal so spannend finden, der Millionär, der vielleicht auch mal im Fernsehen sein möchte. Aber es gibt auch ein Drittel, die sagen, ah, hätte ich vielleicht mitgemacht, aber jetzt mit Medien und Internet und Fernsehen, nö. Also eher abschreckend. Also insgesamt würde ich sagen, prozentual schon mehr förderlich. Mhm. Aber es gibt auch die Gruppe der Leute, die deswegen nicht mitmachen und die sagen, da habe ich keine Lust drauf. Also es ist so beides, aber schon ein bisschen förderlicher als hinderlicher. Gerade in den USA war der Barterman, der Tauschmann, ja ein großes Medienereignis. Auf jeden Fall. Das hat geholfen, oder? Das hat geholfen. Die Amis finden das doch toll so. Die finden das super. Und dann war ich als Barterman, also ich war so wie so ein Superman verkleidet, aber in einer neuen Funktion. Barterman, der Tauschmann, aber sah aus wie so ein Superman. Und das fanden die Amerikaner, speziell die New Yorker, super. Und das war für die so, der Barterman ist jetzt da. Der ist endlich in Amerika, lange schon drauf gewartet. Also. So, und von Amerika, das sehen wir gerade, das ist das Haus auf Hawaii. Man denkt jetzt ja eher so wie bei Magnum, ne? So ein bisschen am Strand mit Higgins und den Hunden und dem Hubschrauber Landeplatz. Dieses Haus ist, naja, bescheiden. Genau. Also ich sag, genau, man muss da auch ganz fair sein, natürlich ein Häuschen, aber 1000 Quadratmeter Grundstück. So, 1000 Quadratmeter Grundstück auf Hawaii sind schon mal recht wertvoll. Aber dieses kleine Hippie-Häuschen ist eine Sparvariante. Das muss man auch ehrlich sagen. Ich habe jetzt nicht die Villa auf Hawaii von Magnum bekommen. Das ist dann schon, ich habe eine Nische gefunden. Gut, da kann man sich ja dann noch ein bisschen weiter hochtauschen auf der Insel. Ne? Genau. Also ist das jetzt noch ihrs? Ja, das ist meins. Und im Winter wird das auch in den USA veröffentlicht. How to Barter for Paradise. Und als Buch. Als Buch, genau, als Buch. Und da ist auf jeden Fall, das Grundstück wird gepflegt. Also ich fliege auch bald wieder rüber. Und das ist genauso noch da wie vor zwei Jahren. Man muss dazu vielleicht ein bisschen einschränkend sagen, der weltaktivste Vulkan ist nicht ganz weit entfernt. Genau. Also wie ich gerade meinte, also ich habe so meine Nische gefunden. Ist das Paradies nicht immer so das Paradies? Der Kilauea-Vulkan ist 1,5 Kilometer entfernt. Und theoretisch könnte es auch sein, dass ich nach Hawaii fliege und das Haus steht gar nicht mehr da. Also es ist Lava-Erwartungsgebiet. Genau, und dadurch konnte ich auch dieses 1000 Quadratmeter Grundstück, sag ich mal, eintauschen. Das könnte man in Honolulu-Zentrum jetzt nicht. Wir kommen jetzt wieder, weil wir ja auch einen Lehrauftrag haben, zu den praktischen Erfahrungen, diese Tauscherei. Was macht das mit einem? Weil man muss sich ja pausenlos immer irgendwie interessant machen, sich anbieten. Mhm. Ist das anstrengend? Nervt das? Das ist anstrengend. Es ist aber auch wie ein Spiel, wie ein Schachspiel. Man muss dann praktisch was lösen zu dem Haus. Das ist da hinzukommen. Da muss man wirklich viele Strategien entwickeln. Aber das stimmt, in diesen 200 Tagen, Tag und Nacht, man ist nur noch in diesem Tauschhandel drin. Das ist, da träumt man auch von nichts anderem mehr, weil man schon denkt, oh, ich muss den morgen anrufen und da noch das anbieten. Es ist so ein ganz großes Rätsel, was man löst. Und da kann man keine halben Sachen machen. Und man hat dann auf einmal, vergisst man die Freunde zu Hause und so. Und ist da, nur im Tauschwahn. Ich war im Tauschwahn. Es gibt ja so Gesellschaftsforscher, die sagen, Tauschen ist das neue Besitzen. Mhm. Also wir wollen das alles eigentlich gar nicht mehr haben. Ich will ein Auto nicht mehr besitzen, sondern ich will es benutzen, wenn ich es brauche. Man sieht das insbesondere an Software oder auch an Musiken oder Filmen im Internet. Die leihe ich mir. Ich brauche die DVD oder die Kassette nicht mehr.
Merken Sie da einen kulturellen Wandel? Leben wir in einer zunehmenden Tauschgesellschaft? Ja, mir ist das gerade in den letzten 2-3 Jahren dann auch aufgefallen. Ich wurde relativ häufig auch so eingeladen. Man kennt dann diese Geschichte, die ich gemacht habe. Und eben immer wieder zu diesem Thema, wo ich dachte, warte mal, ist das jetzt wirklich so? Und genau wie Sie angesprochen haben, so Autos, Carsharing ist in Deutschland ja wirklich groß. Ganz viele Leute, die ich kenne, sagen, nee, ich will gar kein Auto haben. Ich habe diese Nummer und dann gehe ich hin, dann kann ich es irgendwo wieder abstellen. Oder genau mit der Musik. Es gibt mittlerweile schon eine Bandbreite, wo man auch merkt, ah ja, es ist gar nicht wichtig, das zu besitzen, weil es eh nur ein Mittel zum Zweck ist. Den Leuten ist das egal. Also es wandelt sich so, gerade auch Thema Auto, vom Statusobjekt wohl mehr hin zum Nutzfahrzeug. Man muss sich eben mobil bewegen können für verschiedene Sachen. Oder Musik. Man muss nicht mehr unbedingt zeigen, ich habe die 1000 CDs hier im Ständer, sondern man will es einfach konsumieren, genießen. Ich glaube schon, da ist ein Wandel, das stimmt. Ja. Haben Sie auf Ihren Reisen einen Kontinent oder ein Land erlebt, wo Sie sagen, wow, die tauschen besonders gerne? Das war interessant. Ich bin mit der Erwartungshaltung hingegangen, Indien wäre so ein Tauschland und die fanden das so ganz altmodisch. Ja. Also die haben gesagt, so wirklich, also wir sind hier wohl, geht's nicht rückständig. Ja. Da war das gar nicht so. In den USA war das eher so retro-cool. Mhm. Da ist mir das ja aufgefallen, obwohl man natürlich da in der absoluten Geldwirtschaft ist. Aber die Leute haben da einen großen Spaß dran gehabt. Und dann war ich auch in der Ukraine, hab mit Ruslana, dem ehemaligen Eurovision-Star, wir erinnern uns alle. 2004 mit den Wölfen auf der Schulter. Mit ihr getauscht in Kiew unter der Autobahnbrücke hatten wir einen Tauschort ausgemacht. Und da hatte ich auch so mitgekriegt, da so manches Mal in der Ukraine gibt es auch schon eklatante Unterschiede zwischen Reich und Arm, dass da gerade in Bereichen der Gesellschaft, wo weniger Wohlstand vorhanden ist, auch Tauschhandel öfters betrieben wird. Als Überlebensstrategie. Ja, Michael Wigger hat alle Kontinente der Erde bereits. Eins fehlt noch, das Weltall. Das fasziniert viele Hobbyastronomen, vor allem wenn sich seltene Himmelsereignisse beobachten lassen, wie der Venustransit im letzten Jahr. Ja, wie sieht's aus? Haben Sie auch so ein, ich sag mal, quasi erotisches Verhältnis zum Weltraum? Auf jeden Fall. Ich wollte als Kind, habe ich immer die Lego-Station von oder Playmobil-Station vom Mond gehabt schon. Also es war immer ein Traum. Das war eine große Sehnsucht, auch heute noch, so das Weltall. Weil sich natürlich schon die Frage stellt, wir leben hier auf der Erde, das kennen wir jetzt ja. Finde ich aber auch ganz okay, ehrlich gesagt. Das ist natürlich. Was soll ich auf dem Mond? Das stimmt, aber die Frage stellt sich ja so, sind da noch hier welche? Auf dem Mond? Im Weltall, im Universum, das ist die Frage. Und ja, aber das werden wir doch mit so einem Flug zur ISS nicht rausfinden. Nee, das werden wir natürlich so schnell nicht rausfinden, aber man sucht ja gerade in der Astronomie wissenschaftlich sehr stark nach Exoplaneten, also erdähnlichen Planeten. Die Suche ist ja so... Und alle paar Jahre findet sich auch wieder einer, ne? Nee, sogar viel mehr. Mittlerweile sind 10.000, seit 1995 sind 10.000 entdeckt und das geht jedes Jahr, sind 100, 200 mehr. Also man ist wirklich in den großen Teleskopen. Glauben Sie an Außerirdische? Also nee, 40% der Deutschen glauben an Außerirdische. Ja, ist schon klar. Ja, ich glaube auf jeden Fall auch. Das Leben. Seit E.T. glaube ich auch dran. Aber so in der ISS, da oben, also in dieser internationalen Raumstation, da mal so rumzuschweben, schwerelos. Echt? Das wäre mein Traum. Ich würde mir nur in die Hose machen vor Angst, glaube ich. So weit weg. Gut, der Start ist immer ein Restrisiko, wenn man jetzt in Baikonur hoch... Ich finde das Zurückkommen auch nicht ohne. Auch, aber für mich wäre der Reiz, wirklich einmal ins Weltall zu kommen, so groß, dass ich dieses Risiko starten, landen, was mit Sicherheit auch ein kleines Risiko ist, in Kauf nehmen würde. Also das wäre meine letzte große Challenge. Das ist doch mal eine echte Tausch-Challenge. Sie haben uns Ihr Lieblingsstück mitgebracht, Ihr Notizbuch. Oh. Ja. Was müsste ich Ihnen dafür geben, dass ich das ertauschen könnte? Ich hätte hier zwei Bücher. Das ist sehr nett. Also, es stehen so ein paar sehr private Sachen drin, deswegen wäre ich da mit dem Tauschen so etwas vorsichtig. Ja. Ist da nur geschrieben oder auch so gemalt und gekritzelt? Also ich zeichne auch gerne, obwohl ich das gar nicht kann. Das mache ich weniger. Also bei mir ist mehr so eine Mischung. Also alles kreuz und quer durcheinander. Also es gibt auch gar kein oben und unten. Ich wollte gerade sagen, das ist auch manchmal andersrum. Hier ist so rum, hier ist so rum und in der Mitte ist dann immer leer. Also genau, man arbeitet sich von beiden Seiten ran, das kenne ich auch. Und ich habe so mehrere Stücke und hier geht es mehr darum, so genau Reise, Projektnotizen, was man alles so macht auf so Reisen, das auch festzuhalten, um dann auch daraus so ein Buch zu
Form. Hier auf der anderen Seite geht es aber wieder darum, ich habe wirklich versucht aufgehört zu rauchen und das war auch sehr schwierig. Mhm. Und dann habe ich mir immer so Anti-Rauch-Notizen gemacht, wie der erste Satz in diesem Buch, März 2013. Ich will unbedingt mit dem Rauchen aufhören, aber ich will einfach doch nicht aufhören. Also es gewährt auch tiefe Einsichten. Gut, das wollen wir gar nicht ertauschen, das ist zu privat. Ganz zum Schluss haben wir unser knallhartes, typisch Deutsch-Spiel, wo sich die Gäste mit zwei praktisch unauflösbaren Gegensätzen konfrontiert sehen. Mond oder Erde? Dann Erde. Okay, NASA oder ESA? Ist NASA doch glamouröser, größer. Die nächste Urlaubsreise mit dem Tretroller, Wandern mit dem Rucksack oder vielleicht doch mal bequem in der Limousine? Also Tretroller wird wahrscheinlich nicht werden, Limousine auch nicht. Aber ich denke mal so ein bisschen so Richtung Südsee wird es schon gehen. Sie leben in Berlin, lieber Großstadt oder lieber auf dem Land so richtig? So etwas am Rand der Großstadt. Schön in der Eigenheimsiedlung. Das muss es nicht unbedingt sein, aber so, es muss nicht mehr genau im Mittelpunkt sein. Wenn ich Sie dann besuchen komme, dann auf dem Tretroller. Das war schon wieder mit Typisch Deutsch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank an Michael Wigge. Wenn Sie noch mehr wissen wollen, schauen Sie sich auch Talking Germany an, die englische Ausgabe. Bis dahin, ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss.